zum Kreuzhebel-Tutorial. Wir schauen uns heute mal an, wie geht richtiges Kreuzheben, wie schaut die richtige Ausführung aus, richtige Technik und welche Fehler gilt es zu vermeiden. Ja? Fangen wir gleich mal an, und zwar mit der Standbreite. Ja, wie breit sollte ich stehen? Ja, du stellst dich circa schulterbreit bis hüftbreit hin, deine Füße zeigen 30 Grad nach außen. Dann die Griffbreite, wie schaut die aus? Die Hände sind so nah wie möglich am Körper, ohne dabei die Beine zu berühren, und wir lassen die Arme gestreckt. Ja. Sieht dann so aus, so sieht dann die optimale Startposition aus. Wie gesagt, Körper nicht berühren, und ja, so sieht es dann aus. Gehen wir aber jetzt gleich nochmal ins Detail drauf ein. Ja. Positioniere circa eine Handbreite von der Stange. Ja. Umfasse dann die Stange mit gestreckten Beinen und schiebe dann erst die Schienbeine gegen die Stange. Das hat den Vorteil, dass du Körperkontakt erzeugst, und durch Körperkontakt oder je näher die Stange am Körper ist, desto bessere Hebelverhältnisse hast du, ja? Desto weniger Kraft verschenkst du, sage ich jetzt mal. Das Ganze sieht dann so aus, also wie gesagt, die ganze Zeit Körperkontakt halten. Schauen wir uns die optimale Startposition an. Ja, ich habe euch da mal was aufgezeichnet. Also die rote Linie zeigt die neutrale Wirbelsäule oder beziehungsweise den geraden Rücken, und der Kopf sollte als neutrale Verlängerung der Wirbelsäule dienen, also nicht überstrecken. Die grüne Linie zeigt Stange über dem Schulterblatt, und die Schulter sollte leicht vor der Stange sein. Jetzt habe ich euch mal eine Slow-Mo mitgebracht. Schauen wir uns das Ganze im Detail an. Also erstens das richtige Setup. Ich gehe nach unten, mache mich fest. Greife die Stange jetzt mit noch gestreckten Beinen und schiebe dann die Schienbeine Richtung Stange. Dauert alles ein bisschen, weil es wirklich slow ist. Genau. Und was ich jetzt mache, ist, ich atme ein und presse die Luft in den Bauch. Nennt man Valsalva-Manöver. Funktioniert so, und ich baue damit intraabdominalen Druck im Bauchraum auf. Und dadurch ist quasi mein unterer Rücken mehr geschützt, weil da einfach ein bisschen Druck dagegen ist. Ja? Er rundet nicht so leicht ein. Jetzt baue ich Spannung im ganzen Körper auf, im Rumpf. Spanne alles an, was ich habe. Und dann geht es nach oben. Ja. Stange so nah wie möglich am Körper halten. Jetzt kommt die Aufwärtsbewegung. Und sobald ihr die Knie passiert, passiert nur noch eins. Ja. Ihr streckt die Hüfte nach vorne, und zwar Vollgas. Also wirklich volles Rohr, die Hüfte nach vorne gegen die Stange. Kennt manche vielleicht von der Freundin. Zack, einfach Hüfte, Vollgas nach vorne. So, schauen wir es uns nochmal an. In Normalgeschwindigkeit, wie soll es ausschauen? Erst noch krumme Rücken. Dann mache ich mich fest, ja, und dann geht es nach oben. Ja. So sollte das Ganze dann ausschauen. Wie gesagt, festmachen ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt schauen wir uns noch häufige Fehler an. Ja. Sieht man leider immer wieder, leider, leider Gottes. Ja. Hier hat man die Überstreckung der Wirbelsäule. Definitiv nicht gut, unbedingt vermeiden. Dann, was man sehr, sehr häufig sieht, der Arsch schießt zuerst hoch. Das kann zwei unterschiedliche Gründe haben. Die Stange ist zu weit vorm Körper. Oder du bist zu weit unten, also in der Startposition. Ja, Kopfüberstreckung, natürlich nicht gut, zeige ich euch wieso. Und zwar, wenn ich jetzt den Kopf in neutraler Position habe, kann mich meine Freundin nicht runterdrücken. Und wenn ich jetzt den Kopf in den Nacken nehme, passiert Folgendes. Ich verliere die ganze Spannung in der Halswirbelsäule, im ganzen Körper. Meine Freundin drückt mich runter. Kann normalerweise überhaupt nicht funktionieren, aber funktioniert eben, weil ich den Kopf in den Nacken nehme. Deswegen niemals den Kopf in den Nacken nehmen, egal ob es bei Kreuzheben oder bei Kniebeugen ist. Immer scheiße. Jetzt schauen wir uns zum Schluss nochmal an, wie die richtige Ausführung aussieht. Ja. Sehr, sehr kontrolliert und circa ab Kniehöhe kann man das Gewicht fallen lassen. Ja. Weil sonst so Scherkräfte entstehen oder die Scherkräfte immer größer werden, sollte man dann fallen lassen auf jeden Fall. Also wie gesagt, lernt es gleich gescheit, tut es euch leichter dann später. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Falls ihr Fragen habt, schreibt es noch in die Kommentare. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Ein Abo wäre natürlich mega geil, also wirklich mega geil. Ansonsten kann ich nur noch sagen, viel Spaß beim Training. Ich bin jetzt Deadlift and chill. You gotta put your past behind you. Look, kid. Bad things happen and you can't do anything about it, right? Wrong! When the world turns its back on you, you turn your back on them.